Ja, guten Morgen. Wir haben Dienstag, 4.50 Uhr. Ja, herrlich ruhig gepennt hier. Hatte ja einen tollen Schallschutz links. ja, wir machen uns jetzt mal die letzten Minuten auf. Ein paar Minütchen muss ich noch warten, dann düsen wir mal los. Und ja, habe mir das gestern einmal auf Maps angeguckt. Und ziemlich großes Ding. Lassen wir uns mal überraschen. Da kein Gewicht drauf steht. Eine Waage habe ich auch auf Google Maps entdeckt. ja, schauen wir mal. Ja. Es ist frisch draußen. 9 Grad. Naja. Pulli erstmal angezogen. Ja. Wollen wir da mal so langsam hin. Ja, das Navi wollte mich oben rum schicken. Also die 1 weiter bis zur 30. Nehmen Sie die Ausfahrt, dann biegen Sie rechts ab. Aber dann bin ich schon Richtung Gronau, da bin ich dann runter und dann hier über die Bundesstraße durchgedüst. Da kürze ich nämlich enorm ab. Ende vom Lied ist, dass ich jetzt gleich eine Viertelstunde eher da bin. Ey, das macht ja nichts. Nach 200 Metern biegen Sie rechts ab Richtung Rheine. So, am Tor 1 war ich, jetzt, da steht es ja sogar dran. Jetzt soll ich angeblich zu Tor 2. Nö, das ist Export. Hier ist nur Wareneingang. Ja. Dann habe ich gerade gesehen, da steht noch nicht mal meine Referenznummer bei mir drauf. Bin ich mal gespannt. Zweite Straße wieder rechts oder so, sagte er. Erste da, da kommt ein Schild. Tor 2. Ne, Tor 3. Ach, da hinten kommt noch Tor 2. Da. Krone. Tor 2. Da fahren wir doch mal hin. Ich bin ja recht früh. Wir haben jetzt erst 5.49 Uhr. Ja, fertig. Ja, auch nicht schlecht. 6 Uhr pünktlich da gewesen. 7.30 Uhr haben die erst angefangen. Und wir haben jetzt 11.30 Uhr. Ja, gibt schönes Standgeld. Ja, so circa. Ja. 14.45 Uhr werde ich in Bremerhaven sein. Und dann fragte mich gerade Dispo Basti, du, kannst du morgen früh um 8 Uhr in Leipzig sein? Ich meine, ja, wäre theoretisch möglich. Okay, aber die Kiste müsste dann wieder zurück nach Hamburg. Ich meine, ich wäre auch möglich, wenn übermorgen nicht ein Feiertag wäre. Weil dann komme ich nicht mehr nach Hause. Oh, ja, stimmt. Ja, kann er sich abschminken. So, gerade mal geguckt. Achslast habe ich 8 Tonnen. Ja, alles im grünen Bereich. Gesamtladung soll laut Papiere irgendwas um die, also mit Tara des Containers
um die 13 noch was sein, also alles gut. Ja, die schönen Baustellen auf der 1. So, Anschlusstour habe ich auch. Wenn ich die Büchse hier im Eurogate losgeworden bin, fahre ich einmal zu Thiemann. Das ist der Grauwallring. Da, wo ich schon mal übernachtet habe in Bremerhaven. Da hole ich einen leeren 40 Fuß Reefer, also Kühler, ab. Für morgen früh 8 Uhr Börnsen oder so ähnlich, irgendwo bei Hamburg. Ja, da ist Ladetermin 8 Uhr. Und die Büchse muss dann zurück nach Bremerhaven. Wird schön schwer. Und ja, das ist ja alles im grünen Bereich. Mehr als grün. Jo, ich bin schon im Eurogate. Und hier ist die Hölle los vor einer Einfahrt. Naja, 14:43, Schichtwechsel und so. Und die allermeisten wollen zur 4. Und da war ich jetzt natürlich gerade dran. Lass bitte keine 4 auf dem Ticket stehen. Nein, in die 1. Ja, aber abwarten. Mal gucken, wie voll das da ist. Das heißt jetzt hier erstmal gar nichts. Hier an der 2 stehen sie schon. Obwohl, das ist auch noch harmlos. Lassen wir uns mal überraschen. Ja, das ging zügig. 7 Minuten. Ja, stehe auch nicht drüben, sondern jetzt mal hier. Also in der ersten Boxreihe. Was habe ich hier? Platz 24. Ja, und mal gucken, wie lange das jetzt dauert. Aber die sind hier ziemlich zügig am Fahren, sehe ich. Und ich muss so oder so noch eine Pause machen. Also das bringt nichts. Dann werde ich das eventuell ja vor Thiemann oder so machen müssen. Mal gucken, ob ich hier wenigstens eine Viertelstunde reinkriege, damit die gespeichert ist. Ja, und dann so zusehen, durch Bremen raus auf die 1 und dann hoch und da irgendwo einen Parkplatz dann kriegen. Ja, schauen wir mal, ne? Jo, weg ist die Büchse. Alles zusammen 25 Minuten dort gestanden. Das ist vollkommen gut. Dafür, dass hier noch Nachwehen vom Schichtwechsel sind. Ja, dann mal raus hier. Durch den Zoll so durchfahren. Oh, hier wird die Schlange auch ein bisschen länger. Ja, und dann zu Thiemann. Ja, schon auf der 27. Das ist ein Laden da. Naja, funktionieren tut er. Haben das Aggregat sogar, testen sie jedes Mal. Und dann war die Kiste nicht zu, sondern nur mit so einem Gummiband zum Lüften. Ja, und dann habe ich die Kiste nicht zugekriegt. Weil oben, da gibt es so einen Zusatzriegel, wo ein Vorhängeschloss und sowas rein kann. Das Ding war komplett verbogen. Da habe ich gesagt, entweder machst du mir das sofort da oben richtig oder du kannst die Kiste behalten. Ja, dann kamen sie an mit Leiter und großem Vorschlaghammer. Naja, ich lasse mich überraschen. Also zu ist er jetzt. Dichtungen sind in Ordnung soweit. Naja. Dispo habe ich schon mal vorgewarnt, falls irgendeine Beanstandung vom Kunden kommt. Und dann sagte Basti nur so, naja, das ist ja Kundenproblem, ne?
Zu ging er jetzt und wenn sie morgen nicht zukriegen, haben sie ein Problem. Nicht wir. Ja. Ich meine, hat er recht, ne? Wäre nicht die erste Büchse. Ach, unzählige, die da mit dem Stapler zugedrückt wurden. Weil, Hauptsache zu. Was anderes zählt da nicht. Ja. Jetzt muss ich ein bisschen Strecke machen. Wir haben jetzt kurz nach 5. Ja. Das heißt, die eine Raststätte auf jeden Fall versuchen. Und wenn ich da nichts kriege, dann weiter gucken. Mal schauen. Uhr 45 angefangen. Bis 17.45 Uhr wäre eine 13er Schicht. Ja. Und dann habe ich mich da oben rausgestempelt um 17.44 Uhr. Mehr brauche ich dazu nicht zu sagen. Neuner Lenkzeit, 13er Schicht. Und ich stehe Grundbergsee an der A1 und hier ist echt noch einiges frei. Und hätte ich jetzt nicht gedacht, aber ich probiere es nicht weiter. Von hier bis zum Kunden 1 Stunde 15 morgen früh. Ja, deswegen. Also, Spion schon mal ausmachen. Deswegen, also alles schick, alles gut. Und ja, Schicht im Schacht. Kein Bock mehr heute. Guten Morgen. Wir haben Mittwoch, 6.20 Uhr. Ja. Wollen wir uns mal auf die letzten 1 Stunde 15, 1 Stunde 20 auf den Weg zum Kunden machen. Ja, Abfahrtskontrolle gerade gemacht. Alles noch da. Ja. Ja, wieder so frisch geworden hier. 8 Grad haben wir. Naja. Nächste Woche Sommeranfang. Ja, Baustellenchaos schon hinter mich gelassen. Bin jetzt auf der A1 noch. Jetzt geht's gleich auf die 25. Genau. Richtung Geestacht. Noch 15 Kilometer. Nach 800 Metern nehmen Sie die Ausfahrt A25 Richtung Geesthacht. Schwupps. Laterne da gerade an der Kreuzung, die war, naja, lassen wir das. Städteplaner haben sich noch nie Gedanken gemacht. So, die Straße hier muss das dann aber irgendwie schon fast sein. Der Laden. Ja. Okay.
City. Die Häuser sind ja mal schnucklig hier. Börnsen, da will ich hin. War ich hier nicht schon mal? Nein. Oder? Nach 300 Metern Ankunft. Ziel auf der linken Seite. Zaun könnte Firma sein. Das soll sie auch sein. Ankunft, Lauenburger Landstraße 11, Ziel auf der linken Seite. Pinsel. Hier komme ich ja nicht rein, ne? Aber da. Bleib mal erstmal so hier. Mir doch egal. So, fertig. Dann hatte ich die Büchse auf, stand da mittendrin bei denen in der Halle. Und dann meinte er so, ruh dich aus, das dauert. Und ich so, ja, ist ja okay. Ja, dauert. Beladen waren in einer Stunde fertig. Dann kam der Papierkrieg, ja, und jetzt haben wir 9.25 Uhr. Also, naja, fragte ich dann so, das nennt ihr Dauern? Ja, weil die waren da gut drauf. Ein Käffchen habe ich auch gekriegt. So, und warum kühler? Das ist Brandschutzfarbe. So eine ganz spezielle. Und die muss nicht gekühlt werden. Sie darf halt nur keinen Frost abkriegen. Ja, und deswegen diese plus 15 Grad ab Hafen. Und naja. Und das Ganze ist für die Firma Hilti in Amerika. Tja, da hat's gescheppert auf der anderen Fahrseite. Ah, und das in der Baustelle. Der Golf, der sah ziemlich umgeformt aus, ja, so kann man das sagen. Sah aber scheiße aus. ja, aber standen alle daneben. Keiner verletzt oder so. Und ruckzuck Kilometer lang Stau. Ja, wer öfter guckt, der weiß, wo ich bin. So, es geht wieder in die 1. Ja, da ist ein Kühler. Ist ein Reefer, musste ich natürlich rein ins Interchange, weil die geben das dann manuell ein, wie viel Grad etc. etc. Hält natürlich immer auf. So,
Von hier werde ich dann mit Leerchassis nach Wilhelmshaven fahren und dort eine Kiste, eine leichte 40er Kiste für Montag Mittag Schlüchtern. In Schlüchtern, 36381 Postleitzahl. Ah, für Engelbert Strauß. Ja. Das heißt, das wird eine ziemlich knappe Nummer werden. Aber da man mich so höflich und lieb gefragt hat, du, wir haben da ganz große Not, könntest du eventuell bitte noch so. Und eine Hand wäscht ja bekanntlich die andere. Also habe ich gesagt, ja, ungerne, aber gib mal her das Ding. Ja, Wilhelmshaven in Sicht. Ja, sag doch, ich kann Zeit rausholen. Gute 8 Minuten, 9 Minuten. Verschluss. Aha. Der biegt auch ab. Finde ich gut. Da hinter mir sind noch drei LKWs. Sind alle zeitgleich in Bremerhaven gestartet. Anscheinend ist hier in Wilhelmshaven auch mal ein Schiff angekommen. Oder Seidenstraße, das weiß man nicht, ne? Je nachdem, weil der hält auch hier den Zug. Überall sind. Jo, da liegt sogar ein Schiff. Kräne sind unten. Ich glaube, ihr seht aber nur die hochgestellten. Ja, der Weserport. Nach 800 Metern fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die erste Ausfahrt Niedersachsendamm. Aha. Tü-tü, tü-tü, tü-tü. Fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die erste Ausfahrt. Die erste mögliche Ausfahrt oder die erste Ausfahrt? Und die erste Ausfahrt? Was steht denn da auf dem Schild? Hä? Ah, ich muss das nicht verstehen. Das hier wäre die erste, laut Schild. Was purzelt denn da oben in meinem Fach rum? Das ist die Box, wo mein Besteck drin ist. Stimmt, die wollte ich eigentlich nach oben verstaut haben. Ach, nur ein Kran ist unten. Na, dann kann das aber nichts Großes sein, was da liegt. Nordfrost, da links nochmal. Nach 300 Metern fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die dritte Ausfahrt Atlantik-Jade-Weser-Bord, dann biegen Sie links ab. Die dritte Ausfahrt, im Leben nicht, Navi, du kannst aus. Weil ab hier
kommt das irgendwie leicht durcheinander. Weil ich muss nämlich hier schon raus. Betriebsgelände. Müsste mein Ausweis hier. Tucka, tucka, tucka. Da muss ich rein. Oh, hier sind ja doch mal ein paar. Das finde ich doof. Bitte fahren Sie durch. Das machen wir. Oha. Schichtwechsel oder was? Nee. Ja, anderthalb Stunden später und die sind hier und die sind hier komplett überfüllt und irgendwie weiß ich nicht, nur drei von diesen Carrier-Fahrern und letzte Katastrophe hier. Ja, ich bin jetzt gerade auf die 29 gefahren und wir haben jetzt 18.40 Uhr. Ja, das heißt vor 10 Minuten da weggekommen. Also 18.30 Uhr. Und um 3:15 war ich da. Da weiß man Bescheid, ne? Das ist echt, da lob ich mir den Bummelkai in Hamburg. Das geht 50 mal schneller. Echt Katastrophe. Ja. Bin ich gerade mit Klößchen im Kontakt und mit Sandra, damit mir einer von denen entgegenkommt. Und ich muss gucken, wie weit ich komme. Der eine lange Stau auf der 1 Richtung Osnabrück ist zum Glück weg. Zumindest kam er jetzt nicht mehr und auf dem Navi wird mir auch nichts angezeigt. Ja, mal gucken. Ja, Wilhelmshaven zum Abgewöhnen. Echt Katastrophe. Naja. Gerade eben hat es hier auf der 29 auch derbe gescheppert. Ja, irgendwie ist der Wurm drin. Und wenn jetzt gleich alle Stricke reißen, meine Güte, es war morgen Feiertag in Nordrhein-Westfalen, aber es gibt kein Fahrverbot für uns. Und ja, müssen wir noch mal gucken. Ja. Also im Moment zeigt mein Navi immer noch nichts an, was Staus oder sonstiges angeht, aber das heißt ja noch nichts. Ich stehe gerade mit Sandra in Kontakt und ja, Klaus hat sich gerade ein halbes Stündchen mal hingelegt, hat er sich verdient und ja, also die kommen mir auf jeden Fall entgegen, weil meine Karte soll schön sauber bleiben, sage ich mal so. Und deswegen, und da das doch nicht so ganz
klar ist mit Morgen- und Fahrverbot, ja oder nein. Das ist so wischiwaschi beschrieben. Man darf also wo durchfahren, aber mehr auch nicht. Ja, und ich fahre ja dann nicht durch. Ne? Ich fahre dann ja ab von der Autobahn. Und zugelassen wäre dann auch nur die Durchfahrt auf der kürzesten Strecke. Und all solche Sachen stehen da drin. Und nee, dann machen wir das lieber so. Dann bin ich heute Abend irgendwann spätabends auch wenigstens noch zu Hause. Ja. Und noch 20 Kilometer, dann fahre ich auf die 1 und dann lasse ich mich mal überraschen. Also mein Ziel ist es aktuell auf jeden Fall, auf die 33 zu kommen. Das ist auch alles rechnerisch möglich. Und ja, dass mir da dann Klaus entgegenkommt. Ja, und dann schauen wir mal. Ja. So, ich stehe an der A33 auf dem Parkplatz Teutoburger Wald. Was anderes kommt da nicht mehr. Ja. Und Kläuschen ist jetzt unterwegs hierhin. So. In der Zeit kann ich hier schon mal ein bisschen zusammenpacken. Ja. Genau. So sieht die Lage aus. Und dann mache ich hier mal Schluss. Ja, wie gesagt. Schönes Wochenende oder schöne Restwoche.